Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Red Dead Redemption 2 hier in Jeremiah Compsons Haus, wo wir nach seinen Habseligkeiten suchen sollen. Und ich sehe da direkt schon mal einen Brief, den haben wir noch beim letzten Mal übersehen gehabt. Den Keller hatten wir durchsucht und dann schauen wir mal, ja, als nächstes noch steht. Lesen. Sehr geehrter Mr. Compson, aufgrund zahlreicher Beschwerden von Kunden und Kollegen gleichermaßen müssen wir hiermit leider Ihren Arbeitsvertrag kündigen. Für einen Mann wie Sie ist einfach kein Platz bei der Central Union Railroad Company. Oh, war ja ziemlich zeitgleich. Okay, hab ich noch irgendwas übersehen? Austauschen Kopfbeck. Nein. 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 Komm ich wahrscheinlich gar nicht erst hin. Was glaube ich gar nicht erst probieren. War hier noch irgendwas drin? Untersuchen Schrank. Achso, das waren die Zigaretten. Naja, vielleicht hier im Kamin? Hm? Ah, da die Taschenuhr oben drauf. Aber hier haben wir noch einen Brief. Den haben wir auch noch nicht gelesen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Lesen. Naja, Brief von Thompson. 20. April 1870. Sehr geehrter Mr. Thompson, ich fürchte, wir haben hier auf der Plantage keine Arbeit mehr für Sie. Ich bin Ihnen dankbar für all Ihre Hilfe, ebenso wie für Ihre Hilfe, für die Hilfe Ihres Vaters und Ihres Großvaters vor Ihnen. Dies sind schwere Zeiten für uns alle. Wir schließen sie in unsere Gedanken und Gebete ein. Mit besten Grüßen. J. Nixon. Okay. Ja. Und dann holen wir noch die Taschenuhr mit. Dann haben wir hier auch schon mal das gemacht. Und, ja. Kommen doch bestimmt auch Grüße an. Ist auf jeden Fall sehr alt. Und wir haben drei Gegenstände gefunden. Alle, die wir finden sollten. So, hier ging's raus. Boah, ist das hell für uns gerade. Wo ist mein Pferd hin? Ach, ich habe es da oben stehen lassen, genau. Ja, da haben wir direkt nochmal ein bisschen Nahrung für das Lager. Ich würde sagen, ich mache mich direkt auf dem Weg in das Lager rein. Und, ach Moment, wir sollen erstmal... Ach genau, wir sollen erstmal mit dem reden. Lager? Ja, wahrscheinlich erstmal wegen der Aufgabe, keine Anzeige zum Lager. Ich will da gar nicht erst auf die Idee kommen, da hinzureiten. Naja, gut. Schließen wir erstmal die Aufgabe ab. Wir wissen ja ungefähr, wo das Lager ist. Werden wir dann auch wieder angezeigt bekommen. Ich glaube, querfeldein ist gerade die schnellste Möglichkeit. Wege sind ein bisschen weiter weg. Oh ja, da ist sowieso schon die Bude. Ach, da oben, sein Lager. Direkt neben dem Friedhof. Times wasn't perfect. I ain't saying that. It's just... It's all going to hell. Zur Rede stellen. Rack and ruin. Oh, man! Oh, man! You show some respect. I was respected once. I had a profession. You asked me to get you something. There's no bringing back what I want. I want my job, my pride, the respect accorded to a gentleman. What about this old crap? Huh? My things. Don't you understand? Those bastards have changed everything. I was a good worker. I took pride in my work. They took it away. Pissed on my legacy. Old man, some jobs ain't for saving. And some legacies? Oh, they are for pissing. What are you doing? That's my history. Damn you! Damn you! I still exist. Oh. Ja, gut. Abgeschlossen. Tschüss, wir lassen dich allein. Wir haben gesagt, wir reiten als nächstes zum Lager, aber auch die nächste Hauptaufgabe. Was war denn hier das nochmal? Achso. Der Tiger. Der Tiger. Da oben haben wir nochmal was zum Geld eintreiben. Das machen wir ein andern Mal. Tatsächlich sagen, wir reiten jetzt erstmal zurück ins Lager, spenden mal das Tier hinten drauf. Nicht, dass es hier noch vergammelt. Und
spreche nochmal mit Dutch. Achso, der schickt mich hier runter. Dachte schon, warum will der mich hier durch den See schicken? Oder durch den Fluss? Ja, ich muss sagen, ist halt krass wenig mit diesen Überfällen, ne? Außer halt in der Stadt jetzt diese Räuber, aber die haben ja auch keine Waffen gezogen. Wahrscheinlich, weil wir nicht so bekannt sind, aber jetzt kommt das. Oh, gerade davon gesprochen. Einmal, zweimal, dreimal. Meine Güte. Gerade davon gesprochen, aber egal. Es ist trotzdem relativ wenig, auch wenn es jetzt einmal war. Trotzdem sehr wenig. Ich glaube, das waren auch wieder diese Räuber, ne? Also, ich glaube, wir haben ja hier gerade noch keine anderen Feinde, es sei denn, irgendwer ist dahinter gekommen. Habe ich jetzt tatsächlich nicht drauf geachtet. Aber gut. Ich weiß gar nicht, ob da sogar was stand, was ich drauf gezielt habe. Normalerweise steht da immer unten rechts was, ne? Meine ich. Aber ich schätze mal, das ist Wahnsinn. Easy there, girl. Ja, dann, ich glaube, da vorne ist sogar schon der Wald unseres Lagers. Das heißt, wir sind schon da. Müsste jetzt rechts gehen, ne? Jeden Augenblick. Genau. Ja, tatsächlich. Wir sind schon wieder zu Hause. Und wir haben natürlich was zu essen dabei. Ich glaube, da freuen die sich im Lager, nachdem die beim letzten Mal noch ein bisschen fies geworden sind, weil wir nie Geld eingezahlt haben. Ja. Tut mir leid, Pferd. Tut mir leid. Schon abgelenkt. Einmal aufs Pferd. Und dann ganz normal ins Lager rein. You done good, girl. Oh. Haben wir gerade ein Pferd. Hey, all good out here? Okay, stay alert. Any sign of trouble, shoot first. How's it going? So, müsste ja hier vorne der Wagen sein, ne? Hello, Arthur. Weil theoretisch könnte ich auch mal ein schönes Sümmchen spenden hier, ne? $302. Aber wir machen das gleich mal. Schauen wir erst mal. Achso, nee, das ist der Kochpot. Hello, Mr. Morgan. Ich möchte hier spenden. Genau, spenden. Wir müssen hier rüber, oder? Genau, perfekt. Just in time, Mr. Morgan. Das können wir auch alles spenden. So. Verbesserungen. Hey, if you could give me some leatherworking tools. Achso, das war die Geschichte, genau. Blankets and the like out of these hides you're bringing in. Alright, I'll see what I can do. Ja, das muss ich halt auch irgendwann mal machen, ne? Da hätte ich richtig Lust zu. Machen wir vielleicht mal nebenbei. Aber ich bin so gespannt, wie es mit der Story weitergeht, tatsächlich. Geld. Geld war... Wo? Vorne. Machen wir noch ein bisschen. Gehen wir noch ein bisschen was einzahlen. Beitrag leisten. Wir wollen Geld spenden. Wie spenden wir denn? Ja, komm, machen wir. Machen wir 60, dann bin ich da bei 7. So. Ja, einfach mal 60 in die Kasse. Oh. Ich habe Erfolg dafür bekommen, wusste ich gar nicht. $250 habe ich noch reingesteckt. Aber genau, 3724. Und hier steht auch schon Dutch, der wieder eine Aufgabe für uns hat. Ich würde mal sagen, ich werde mal gerade speichern. Speichern. So, fährt er vielleicht zum Abendbrot. Das war die letzte Aufgabe. Wir sind bei 39% Fortschritt.
Grüßen. What now? You sweating yet, Dutch? Of course I'm sweating. We're in some disease-ridden, swampy, Dixie-whistling shithole. I meant about what Trelawney said about these bounty hunters. Well, not sweating as such, but maybe a little gentle perspiration. Until we know more, ain't too much harm in wasting good liquor on sweating. So? So, I think you should pay Mr. Trelawney a visit and find out exactly what he knows and who he spoke to. Take Charles with you. Mm-hmm. Oh, the sight of the pair of you would make a statue sing out its secrets. Okay. Wird gemacht, Sir. Wird gemacht. Oh. Ach, da vorne ist er. Hallo, Charles. Charles, I need you for some business in town. Come on. Okay. Oh, nicht viele Worte, er kommt einfach mit. So muss es sein. Mein Pferd hat schon wieder irgendwie, ich glaube, das hat da ein bisschen, das kriegt was Falsches. Wo ist die Straße? Ach, da vorne. Ich reite direkt mal los. Ich glaube, Charles wird da ganz gut hinterherhängen. Where are we going? Dutch wants us to have a talk with Trelawney about these bounty hunters who are coming for us. Hoping he can tell us who they are or where they're coming from. Okay. And you're deputies now. Something like that. Soon as we laid eyes on that fool of a sheriff who runs that town, I knew Dutch was gonna play him like a fiddle. On the run from one bunch of lawmen, working for another. Interesting. Hiding in plain sight, Dutch calls it. Mm-hmm. So, spirits seem good. In the new camp, I mean. We got some space between us and that mess now. Ain't seen no more Pinkertons for a while. There's these bounty hunters, of course, but Dutch don't seem too worried about it. Can't believe they're still coming after us. We didn't even get away with the money. Yeah, but they don't know that. Of course. Trelawney. I've only met him a couple times, but he's... Whoa! Hier wohnt er also. Reckon it's that one with the fire outside. Let's take a look. Ich kann ja ein bisschen näher kommen, schätze ich mal. Hier. Shit. Oh, ich darf ein paar Sachen nehmen. Ja, erstmal will ich hier ein paar Sachen nehmen. So it seems. By the looks of things, it wasn't a social call. Check the house. Found anything? Hä? Irgendwie? Das ist ein bisschen eng alles. Ach komm, ich untersuche mal den Hinweis. Barely touched. Looks like he left in a hurry. You see anything there? Jetzt habe ich es auch. Ach, hier am Boden. Ach, ich dachte, die liegt da oben drauf irgendwo. Hier war noch was. Untersuchen, Notiz. What do you think? Nutzeranlagung. Achso. Noch, Sprung drin. Lesen. Tacticus Kilgore. Bergbaugesellschaft. Hiermit wird zertifiziert, dass der Halter von Aktien der oben genannten Gesellschaft ist, den Bestimmungen des Memorandums und der diesbezüglichen Gegenstände unterliegt und dass der Preis von einem Dollar für jede der genannten Aktien bezahlt wurde. Schriftführer. Da wohl was vor. Noch ein Hinweis. Bed's not made, so he must have been here recently. Schwangöl brauchen wir nicht. Weiter geht's. Hier hinten rein. Ich gehe mal links rum. Oh, da war noch ein Hinweis. Wo ist denn hier der Hinweis? Big struggle. Pretty recently, I'd say. I guess maybe 12 hours ago. But no body? Look. Not yet. Come on. Oh, wir sind durch. Dann steige ich mal auf mein Pferd. They went down the path here.
How's your tracking these days? All right, I guess. Well. Sehe gar nichts. Ach so. Where then? Not the kind of place I'd expect to see Trelawney staying in. No? Normally scams himself into the best hotel in town. You know, when me and Javier went down with Trelawney to get Sean, after the bar fight, I swear, he talked the whole way and never actually said a damn thing. I thought you knew. That's his special talent. They could be 20 miles away by now. We can track them that far if we need to. Depends on how much you want to find them. Yeah. Mm-hmm. I still ain't sure about it. Mach jetzt da rein. Hey, look. We'll see what those fellas have to say. Aha. Dann sprechen wir mit denen. Excuse me. Yeah. Have you seen him? We're looking for our friend. I don't think he's here. You seen a strange sort of feller? Sort of formal? Strange? Sure. Formal? Nah. He uses a cane. Looks a lot like this one. Alright, you two. Where the hell is he? You both better get out of here. Come here. Ach, komm schon. Jetzt hab ich dich. You wanna come at me? Ich schlag noch eine rein. Der macht das schon. Und ich will meinen Hut wieder. Ich will erstmal plündern. Okay, geht gar nicht. Dann befragen. Auf geht's. Where is Trelawney? I don't know anything. Tell me where he is. You go to hell. You better tell me now, you son of a bitch. Okay, okay, for Christ's sake. They took him to a cabin over by the cornfields. Which cornfields? Left. Down the path there by Braithwaite Manor. They'll be down a while. Na gut, ein paar Minuspunkte, aber ich wollte ihn jetzt nicht, nicht wach lassen. Kann er ja hier vielleicht irgendeinen Mist machen. Auf geht's, komm. Let's go. Oh. Immer wieder diese Sachen, ne, wo das Spiel so handelt, wie ich gerade, oder das macht, was ich gerade irgendwie andeute. Na, dann auf geht's. Ja. Oh, ist ja nur noch geradeaus. Oder? Nee. Das, doch. What do you think they want with Trelawney? Could be any one of 100 things. Just depends if any of them involve us. You think he'll talk? Of course he'll talk. He'd sell his own sister to save a train fare. He don't know how not to talk. Ja, die Übersetzung war, habe ich gerade nochmal drauf geachtet. Ist halt nicht ganz wörtlich. Zumindest hat er gerade gesagt, keine Ahnung, hatte Stand her. Und er hat gesagt, es könnte eins von 100 Dingen sein. Finde ich manchmal ganz schade, dass es keine, dass die Übersetzung nicht wörtlich ist. Ich meine, manchmal kann man es natürlich nicht machen. Und manchmal macht man es natürlich auch. Ist mir nur mal gerade aufgefallen. Mhm. Nothing's ever straightforward where Trelawney's involved. Learn that much. I mean, how much time have we wasted getting this fool out of trouble? He somehow manages to be both lucky and unlucky at the same time. Okay. That's one way of looking at it. But he always finds some way to pay us back. Just when we think about cutting him loose, he brings us something big.
I guess that's his special talent. Keeping fish on the line. Das könnte sein. Dann bin ich mal gespannt, was er denn als nächstes für uns haben sollte. Wenn er denn noch lebt. Vielleicht werden die ihn ja da foltern und versuchen irgendwas herauszukriegen. Aber sehr schön hier. Schön hier. Das ist vielleicht die Hütte da vorne links. Ich weiß nur, als ich hier lang geschlichen bin. That must be it. Whoa. Gut, ist tatsächlich diese Hütte. The thing is, after that shack, this will be remembered like a good time. Put the man down, gentlemen. Is that the lot of them? I think so. So you're alive? Allegedly. Well, don't worry, they won't be for much longer. Look, go get them, Arthur. I can handle this. Na gut, ich würde sagen, wir machen aber hier mal ganz kurz einen Cut, denn wir sind am Ende einer Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ja, ihr wisst, wie es hier beim nächsten Mal weitergeht. Und wenn ihr keine neuen Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Nicht vergessen, Glocke aktivieren. Ich würde mich drüber freuen und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.